Hallo Leute, heute mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ich war im Keller und bin auf eine Kameratasche gestoßen, wo die Canon EOS 500N drin war, eine analoge Spiegelreflexkamera. Und mit dabei war das 80-200er und das 28-80mm Objektiv. Sind eigentlich zwei recht gute Objektive noch, trotz dass sie jetzt an 10 oder 15 Jahre alt sind. Sind zwei sehr gute Objektive, also ich durfte die heute testen. Denn mein Vater hat gesagt, ich brauche die Kamera nicht mehr und du kannst diese Objektive verwenden für deine Spiegelreflex. Und wenn ihr die auf eBay oder auf irgendeinem Flohmarkt mal findet, holt sie euch. Die sind meistens sehr, sehr günstig und machen aber noch extrem gute Bilder. Ich blende jetzt mal hier ein paar ein. Und ja, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von den Objektiven. Trotz dass sie so alt sind, ist keine Spur von Vignetting oder irgendeiner Verzerrung im Bild zu sehen. Solltet ihr irgendwo echt sehen, holt sie euch, die sind meistens sehr günstig. Ich habe heute mal auf eBay geschaut, die kosten von 30 bis 50 Euro noch. Heute würde man für ein Teleobjektiv, legt man da locker 200 Euro hin. Und warum 200 Euro für das neue zahlen, wenn ihr für das alte weniger als die Hälfte zahlt und die trotzdem Bilder machen? Hat zwar nicht so eine Blendenanzahl, eine niedrige bzw. sehr hohe, aber macht noch immer extrem gute Bilder. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja, das war's.